Ja, ich begrüße dich zu diesem Video, was an alle Menschen geht, die irgendwo noch irgendwelche Ängste in sich tragen und durch das blockiert sind, ihre Dinge zu machen, die sie wollen, weil diese Angst sie davon abhält. Dieses Video mache ich für das Lifestyle-Magazin mit Sinn. Es ist der Titel Die unbewusste Todesangst vor diesem Beitrag. Also das, was ich dir heute sagen werde, von dem hatte ich extrem Ängste. Und Ängste, das Leben zu verlieren. Wie kann ich Angst haben, das Leben zu verlieren, wenn ich es vor ein paar Jahren hingegeben habe, indem ich mit der Schöpfung gesprochen habe und gesagt habe, da mich eh kein Mensch mehr versteht, und ich war auch noch Single, habe ich mir gesagt, ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, wenn ich dafür den Schlüssel für den Weltfrieden erhalte. In der Zwischenzeit habe ich den Schlüssel erhalten, ich durfte ihn ein Jahr testen und er funktioniert. Und in diesem Jahr hat sich auch etwas verändert, nämlich, dass ich das erste Mal richtig Lust und Freude habe zu leben, so dass ich heute mein Leben nicht mehr wirklich gerne hingeben möchte. Und wir haben alle einen Peter und eine Heidi in uns. Der Peter ist das Männliche, das Ich-Bezogene und das Weibliche in uns ist das Wir-Bezogene. Und ich habe hier einen Konflikt erhalten. Ich merke gerade, ich beginne an zu zittern. Jetzt muss ich die Kamera loslösen von meinem Körper, sonst wird das ein zittriges Video. Also mein Ego, also mein Peter, wollte seine Heidi oder uns als System. Ja, es ist ein ganz spontanes Video. Die Bella möchte mich beschützen, so wie mich mein Peter eben auch beschützen wollte, dass ich mein Leben verliere. Und weil er dachte, mein Peter in mir, er müsse mein ganzes System Malela beschützen, hat er für sich entschieden, dass ich so strategisch rausgehe, nicht alle Informationen aufs Mal gebe, einfach strategisch. Und wenn wir im Leben vorankommen wollen, dann ist die Strategie zwar gut, aber sie soll nicht an erster Stelle stehen. An erster Stelle soll immer das Herz stehen, nach dem Weg des Herzens gehen. Ja, und weil mein Peter mich daran gehindert hat, das zu sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich bereit war, mein Leben hinzugeben, damit ich die Lösung für den Weltfrieden erhalte, wurde diese Information bis jetzt zurückgehalten. Und dieser Schlüssel, der ist nichts anderes, als dass er unsere 6 Verhaltensmuster aufzeigt, die unsere energetischen 6 Muster, die wir an den Tag legen können. Als Beispiel Wut oder wie ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen melancholisch drauf bin, die Trauer oder dann ist man in der Komfortzone, die Dankbarkeit oder dann, wenn man gemittet ist oder auch schon langsam wieder Richtung Tod hingeht. Also, wie konnte ich erstens diese unbewusste Angst entdecken? Entweder man hat diesen Schlüssel, den ich erhalten habe, oder und man hat Freundinnen, die einem die blinden Flecke aufzeigen. Und so bin ich Corinna sehr dankbar, dass sie hier nochmals gedrückt hat und gesagt hat, irgendwie muss ich bei mir mal schauen, wenn mich die Menschen nicht mehr verstehen. Und die Menschen verstehen mich nicht, weil ich denke, weil ich nicht integer war. Das, was ich gesagt habe, hat nicht mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Gestik gestummen, weil ich einfach Angst hatte. Die Angst hat mich blockiert, zu sagen, was ich möchte, vor allem auch, was ich fühle. Und heute bin ich so weit, dass ich es sagen kann, ich habe Angst gehabt, mein Leben zu verlieren, weil ich auch das erste Mal mich vollkommen fühle, weil ich einen Partner habe, der mich ergänzt. Ja, und da sind auch natürlich Energien reingekommen, wieder von einem neuen Menschen, so dass ich wieder andere Energien aufgenommen habe.
Also, dass ich überhaupt diesen Schlüssel erhalten habe, hat damit zu tun, dass ich die letzten 47 Jahre, seit ich denken kann, alle Emotionen aufgenommen habe und Gefühle von den Menschen, die mir begegnet sind, die irgendwelche Bedürfnisse ausgesprochen haben. Das heißt, ich bin empathisch immer so in die Geschichten rein, dass ich alles fühle und spüre, eins zu eins, wie wenn du ins Kinofilm ins Kino gehst, dann gehst du ja auch mit den Emotionen mit, du kannst auch weinen etc. Und so habe ich mir ganz viele Lebensgeschichten angehört und ich weiß oder wusste bis vor wenigen Tagen gar nicht mehr, wer bin ich selber, was bin ich, wer bin ich. Und das Einfachste, das herauszufinden ist, man schaltet sich wieder zurück ins Herzen, in die Liebe. Und wenn ich jetzt wieder in der Liebe bin, dann habe ich erstens keine Angst mehr, mein Leben zu verlieren, weil dann ist man im Vertrauen. Und in der Liebe habe ich auch gespürt wieder, was wirklich meins ist. Und ich liebe es, zu fantasieren und Geschichten zu erzählen und diese zu verbinden mit dem wahren Leben. Das ist das, was ich tue. Das heißt, am liebsten würde ich alles auf Abiomatic löschen, außer natürlich das Lifestyle-Magazin und den Blog und so. Aber alles, was ich vorher gesagt habe, ist nicht falsch. Es ist einfach nicht wirklich mein Ding, meine Art. Meine Art ist wirklich, Geschichten zu erzählen. Und das beginne ich jetzt mit den Helipelli-Geschichten. Und ich schaue mal, was bleibt auf abiomatic.ch. Oh, meine kleine Bella, sie friert. Komm. Ja, also das ist mal so viel, was ich jetzt einfach loswerden wollte. Mal ein authentisches Video, wie ich bin. Es läuft mir so gerade noch den Schnodder aus der Nase. Ja, also falls auch du Ängste hast, versuch, wenn du sie nicht herausfindest, ist die Lösung direkt in die Liebe. Aber schau dir am besten den Peter an. Weil der Peter möchte dich wahrscheinlich vor irgendetwas beschützen, was er gar nicht muss. Denn wenn du in der Liebe bist, dann bist du beschützt. Alles Liebe. Ciao.